Ich glaube, mit dem Heuhaufen-Attentat wird nur nichts, hä? Wer hätte ich denn irgendwie herlocken müssen? Wo kommt ihr? Nirgendwo her. Leg dich schlafen. Na, mal gucken, ob der hierher läuft. Das Pfeifen wäre ganz praktisch, aber das könnte man erst später, ne? Aber könnte man das nicht schon? Was ist denn Inventar? Und Uhren? Achso, ich habe einen Uhren hier schon. Gegenstände, gesperrt Bomben. Das ist alles noch gesperrt, das lerne ich noch. Schade, ne? Weil eigentlich habe ich ja schon Sachen gekriegt. Kann ich die auch verklauen? Ne, kann man nicht. Schade, Diebstahl fand ich lustig. Okay, bevor der jetzt durchdreht und einen auf Rambo macht, gehe ich mal weg. Hallo, Adlersinn? Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Genau da lang, Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Oh, ein Dramata. Der Schwein. Zeig gleich, was ein Schwein ist. Okay, bring it. Das Gebiet nach Medizin suchen. Sehr gut, dann kann ich ja vielleicht endlich mal klettern und alles. Vielleicht hat einer von euch auch in seinem Beutelchen Medizin. Habe ich Medizin? Das war notwendig. Das ist schon besser. Endlich könnt ihr auch wieder klettern. Mir fehlt trotzdem irgendwie eine Stealth-Taste. Ich weiß nicht. Aber das ist etwas, woran ich mich schon immer bei Assassin's Creed gestört habe. Nein, guck nicht! Hab ich dir das von dem Patriarchen Simeon erzählt? Ich wollte ihn erpressen, aber er lachte nur und drohte sein. Schade, ich dachte, das würde jetzt wenigstens zählen dann. Mitzählen. Der Typ guckt. Guckt nicht, habe ich gesagt! Wie war das Inventar so? Ah, schon mal wieder ein Giftfeilchen. Warum kommt der hier hoch? Guckt doch nicht alle. Und tschüss. Ja, die würden wenigstens in der Raserei verfallen und darunter fallen, aber nö. So hingefallen tun sie mir nicht. Shiduine! So, einfach mal ein bisschen random japanisch reingeschmissen. Ah, guck mal, da ist ein neuer. Hat sie das hergelockt? Das fände ich jetzt lustig. Was macht?
Was war das denn? So könnte man das machen. Aber egal. Obwohl ich fand's gerade lustig. Warte. Er ist einfach umgefallen. Ah, wie der in die Knie gegangen ist. Und dann die Reaktion. Das war's, ich bin tot. Aha. Okay, das lassen wir schön bleiben, mein Freundchen. Okay, das wird zu nix. Irgendwas check ich nicht. Packen! Sogar der Hund da draußen will anpacken. Hab's genau gehört. Gib dein Bestes, Malaka! Das sagen wir aber nicht. Guck mal, schön, wie das hervorgehoben ist und glitzert. Wie schwer kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Oder sie können so gescheitert. Ah, ja, passiert. Hörst du denn nie auf zu winseln? Ich will jetzt endlich in die Stadt. Hör auf mit dem Tunnel. Wo ist es? Niccolo Polos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massivschlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist nicht für euch und nicht für die Templer. Behalte Altairs Bücher, Ezio. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise. Zum Standort des großen Tempels. Des großen Tempels? Erzählt mir mehr. Los. Requiescat in pace, bastardo. Ich krieg ja sogar das Trophäen. Eiskalt serviert. Eis, Eis, Baby. Dim, bidi, bim, bidi, dim. Ey, lass mich mal da runter springen. Dieser Apfel, er ist wirklich ein bemerkenswertes Stück. Hier, das Material. Hart wie Stahl. Ja, das war jetzt das letzte Mal, dass ich einen Apfelkuchen gegessen habe bei dem Spiel. Ding herumspielen? Jawohl, das will ich unbedingt. Oder Apfelsaft getrunken habe oder Apfelkompott gegessen. Einen in die Finger zu bekommen. Okay, du machst mich echt nervös, Bill. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du? Oh, ich bin hier irgendwo drauf gekommen. Wenn ihr, falls ihr was eben von einem anderen Video gehört habt, sorry. Was war das denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt. Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Schnüffeln? Und ich sag schnüffeln. Als der Anruf dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen Armkopf intakt zu halten. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen? Gut, dass mir Gott immer so nett zeigen ihm Wege und er sagt schnüffeln. Vor allem. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und dich löschen. Oh, ein Schutzengel also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Ja, kann man gern geschehen sagen. Ich hoffe aber, jetzt bin ich mit dem Tutorial durch, weil ich will jetzt nicht mehr in die offene Welt.
Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolo Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Ich erinnere mich, das war eigentlich ziemlich cool, weil immer vor jedem Hauptabschnitt, vor jeder Sequenz, Ezio dann immer einen Brief schrieb, der so ein bisschen auch so die Lore vorangebracht hat. Das war eigentlich ein cooler Übergang immer. Ich erinnere mich an früher. Und endlich können wir loslegen. Anblick. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Ah, einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach. Eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si, da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopoli. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantini. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel, Konstantini ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende, so wie euch. Und? Ich weiß sogar, wann das war. 13. Es wartet so viel Arbeit auf mich. 19 die Eroberung. Es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, Beafendi. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Also ich hätte sogar eine Hausarbeit mal zum Thema Clownsucht im Exil. Im Osmanischen Reich. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exig Olmayin. Koshkelden Kardesim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de La La La. Prego. Vergebt mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Dort wurde ich geboren. Ja, nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Evet, der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Wenigstens kommen wir zu den offenen Welt, auch wenn ein bisschen Tutorial ist. Prinz Süleyman. Das war der Süleyman? Interaktion mit Geschäften sind zurzeit nicht möglich. Ein wahres Willkommen der Meisterassassine Yusuf Tazim hat sie in Konstantinopel willkommen geheißen und möchte sie durch die Stadt führen. Werden sie ihnen die Stadt besser kennen, nicht von Yusuf entfernen. Sollte eigentlich machbar sein, wobei man mit Talent. Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und ganz Asien. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und auf diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo.
Kessing Likle. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Frage an meine türkischstämmigen Zuschauer, die der Sprache mächtig sind. Oh, weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Wie gut ist deine Aussprache? Würde ich gerne mal wissen. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit, den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur ein. 2 aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet, ziehen die Prinzen ihre Schwerter. Es war, glaube ich, sogar fast schon im Gesetz verankert, dass es irgendwie auch früher eine Zeit lang so war, im Osmanischen Reich, dass man über den Brudermord an den Thron kam. Bei all den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Na gut, bring it. Was machst du denn? Was machst du denn? Ah, die Steuerung, wie hakelig sie manchmal bei den alten Teilen. Jetzt rennt doch nicht. Noch eine Welle. Nein, nein. Schaut. Byzanz ist tot. Und du auch gleich. Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüppel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Tamam. Und Schokizel oder so, ne? Wir sind fast da. Ich muss unbedingt bei diesem Let's Play EZ dabei haben. Aber auch Onkel Mori. Das ist schon mittlerweile Tradition, dass die beiden bei Assassin's Creed mit kommentieren. Und eigentlich auch Rick. Bei den Assassinen bitte gesehen. Klopp, klopp. Ach so, einfach so, alles klar. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge, es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio. Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied, ein Freund. Buona idea. Es ist also in schlechtem Zustand. Erkundigen Sie den Galata-Bezirk und werden Sie eine bessere. Galata, Istanbul oder was? Gibt es hier einen Fußballverein, der so heißt Galatasaray oder so? Oh, ich bin. Mit Fußball kenne ich mich gar nicht so gut aus. Außer der großen internationalen Mannschaften und natürlich Eintracht. Amen. Na, 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 na. Ah, eine neue Rüstung kaufen. Und Stadteigen, die gibt es auch.
Also man kann doch die wie ich vorgehen. Aber ob das so toll ist. Ich will was wissen. Kann ich die Karte nicht auch schneller abrufen? Doch, so müsste das gehen, oder? Oh. Ich brauche Synchronisierpunkte. Ich will was sehen können. Das Hauptquartier. Das ist das Hinfeste. Templerfeste. Okay. Konzentriert 4% Einkommen. Ach ja, wir können ja auch hier wieder anlegen. Und wie wir das machen. Also, endlich mal ein bisschen Action hier. Was? Was geht denn? Warum hauen die mich? Was haben die für einen Schaden? Das war nicht so gut. Aber ich habe ja zum Glück noch ein bisschen Medizin geplündert. Hauen die mich einfach? Sehr geschickt. Irgendwer sieht mich und kommentiert alles, ja? Warte mal, das heißt Stadtereignisse. Was passiert da? Tanzen wie ein Schmetterling, stechen wie ein Skorpion. Das heißt nichts Gutes. Das soll Schlägerei haben. Okay, komm her. Dance. Schande über euch. Cool. Die haben alle eh keine gute Meinung über mich, der kann ich sie auch ein bisschen beklauen. Nee, aber ich packe dem dann schnell deinen Hund, dann weiß ich ja. So, warte mal, ich muss da rüber irgendwie. Warum stehen die Gebäude so weit auseinander? Ach ja, stimmt, da kommt ja später noch ein Gimmick. Was ich jetzt noch nicht habe. Hey. Was denn? Hinweis an alle die zur Zeit außer Dienst sind. Halte die noch! Mustafa Pascha wird die Beleidigung der letzten Tage. Scheiße, das war. Ich glaube, der Ansager da, der hat eine Stimme von Gerrit Schmidtfuss. Oder. Ne, von einem Schmidtfuss, Bruder. Nicht Gerrit Schmidtfuss. Der eine der anderen. Kaffee getrunken. Ganz sicher, zu viel Kaffee. Ist auf jeden Fall auch der Synchronsprecher von Ryan Reynolds. Ich hab den eben gehört. Ist das nicht gefährlich? Nur wenn ihr mir dabei hinguckt. Das ist mein Synchronisierpunkt. Ey, wollt ihr mich verarschen? Ich muss nach der Rüstung ja gleich was anderes machen. Wenn es weitergeht, darf ich nach der Rüstung. Gleich Medizin kaufen. Fancy Shit. Genau, ich meine nämlich. Ich muss schauen, wo ich bin. Ich gucke jetzt gerade in diese Richtung. Bedeutet. Warte mal, ich drehe mich mal so hin, dass ich da lang gucke. Die Stadt da an. Okay, so. Die Stadt kommt schon genau in meinem Rücken. Das kann man alles dann noch anschauen. Wo ist der Synchronisierpunkt? Ach, da drüben. Merde. Muss ich wieder runter. Und sie synchronisiert. Ich wollte eigentlich nur auf dem Vorsprung landen. Ah, was eine Scheiße.
Also ich bin wieder im Hauptquartier gestrandet. Was, und ich habe die Hälfte meines Geldes verloren. Nix. Na gut, dann gucke ich doch erstmal nach der Rüstung. Ich habe wundersame Waffen. Mal schauen, wie viel es kostet. Ja, die Schulterteile kosten, aber schauen gut. Mehr habe ich noch nicht, mehr brauche ich noch nicht. Okay, keine Waffen, gar nichts. Ich mag toll. Ich fertige euch eine große Auswahl von Rüstungen. Leichte und flexibel. Statt dass ich schon weiter erkunden soll. Dem Himmel sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentor in die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner, doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb, Konstantin dem XI. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Ezio. Wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Zeigt mir, wie sie funktioniert. Na also, die Hakenklinge. Jede Aktion mit der Hakenklinge mindestens einmal erfolgreich durchführen. War real, real, real. Na gut. Muss mal kurz was gucken. So. Okay. Wenn das Ausstrecken man überdemonstriert. Zeig sollte halt einfach. Stellt euch die Haken. Schön, die Türkei sind, können wir das auch machen. Vor, das hört es mit dem. Ey! Halten sie in der Luft. Ach so. Guck mal, der springt nicht. Warte nochmal. Wow. Denke ich doch nie im Leben die ganze Zeit dran. Was ist das? Ich will wissen, was das ist. Ach. Das ist wieder sowas mit Datenfragmenten wie Federn sammeln auch in den vorherigen Teilen. Na gut, nehmen wir es auch mal mit. Das lag da gerade so gut rum. Ich würde sagen, jetzt können wir türkisch fluchen, ne? Das mache ich mit links. Jesus Christ. Ich weiß jetzt schon, dass ich da im Alltag Scheiße bauen werde. Fails incoming bei diesem Let's Play. Das ging beinahe voll in die Hose, Bruder. Regelmäßig ins Gym gehen. Das ist der Trick. Kann man hier was machen? Okay, so viel Geld habe ich nicht, Chef. Noch nicht. Ja, Yusuf, chill mal deine Eier. Was ist das denn? Seht zu und lernt, Ezio. Wir nennen es den Hakenlauf. Prescht auf den Gegner zu und wenn er ihn erreicht, schlüpft mit der Hakenklinge vorbei.
Enzi auf den Assassinensohn. Schahane! Harika! Schahan! Gesundheit! Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klinge. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding. Wie wäre es mit einer echten Prüfung? Na bene, gehen wir. Jetzt bin ich gespannt. Etzi ist ein Schützer, sitzt an das Mannig Hakenbewohner. Das ist Training, um diese Waffe zu beherrschen. Du bist überglücklich, ihm dieses Training zu bieten. Den Turm in weniger als 60 Sekunden. Ja, willst du mich verarschen? Da mache ich doch Scheiße jetzt. Wie kann jemand nur so ganz ruhig bleiben? Macht er das auch nicht mal? Habt ihr Spaß? Genau so. Lass die Hakenklinge die Arbeit machen. Nein, 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 nein. Ah, dieses unpräzise Klettern, das habe ich nicht vermisst in den alten Teilen. Was ein Scheiß. Noch einmal. Wo ist das Problem? Ab zum Henker! Deine Mutter ist das Problem. Habt ihr Spaß? Genau so. Lass die Hakenklinge. Wohin habe ich in Vorbereitung an, übrigens an den, weil ich die Tage in Equalizer 3 gehen will, nochmal den zweiten, also erst den zweiten Teil geguckt. Und da war dann so eine Szene im zweiten Teil, wo dann, hängt euch richtig zum Thema Muttersprüche, ne? Wo dann, dann in Washington in seine Gang-Versteck reinkommt und dann fragen die den, wer ist denn dieser N. Und dann sagt er, ich bin dein Vater, hat deine Mutter dir nur noch nicht gesagt. Ich hab's Essen so ausgespuckt. Vom Lachen. Genau so Sprüche muss ich mir auch merken. Das waren aber keine 60 Sekunden, das war länger. Entscheide dich jetzt mal für den Namen, Chef. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt, doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein. Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Brah. Lass mich da erstmal. Was hab ich doch echt gemacht? Ich will synchronisieren. Warum synchronisiert nichts? Ach, man muss L3 drücken. Was ist? Bananarama! Na gut, 22 Türme, die können wir synchronisieren im Laufe dieses Let's Plays. Ich bin beeindruckt, Yusuf. Das würde den Brüdern in Rom gefallen. Lobt nur, wenn es angebracht ist. Yusuf, Çabuk Burege! Angriff von zwei Seiten, Galata und Großer Bazar. Jeden Tag dieselbe Mühsal. Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Guter Mann.